Supertalent 2024. Was passiert, wenn zwei professionelle Akkordeonisten wie das Duo Contrast auf Dieter Bohlen und Co. treffen? Da fallen Kommentare wie ätzendes Instrument, ich habe mich gelangweilt oder brotlose Kunst und es werden eine Reihe in meinen Augen längst ausgelutschter Vorurteile plattgetreten. Wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen der Performance. Mich interessiert, wie viel Supertalent steckt wirklich in der Performance der beiden. Und natürlich interessiert mich auch, hätte ich das, was die zwei gespielt haben, auf meine Art solistisch auch hinbekommen. Das werden wir uns am Ende des Videos natürlich auch anhören. Schauen wir gemeinsam rein. Gefunden habe ich den Beitrag auf dem offiziellen Supertalent-Account hier mit diesem Thumbnail Cooler Sound. Und wenn das auf dem offiziellen Account ist, dann könnte man ja schon vermuten, dass da ein gewisses Konzept dahinter steckt. Ich gebe nachher noch eine Prognose ab, was uns vielleicht erwarten könnte. Aber wie kommt man zu so einem ätzenden Instrument? Das stellt er jetzt einfach so in den Raum, als wäre es die Wahrheit, gell? Also es entspricht ja seiner Wahrnehmung vielleicht, dass er das ätzend finde. Aber so wie er es sagt, kommen zu so einem ätzenden Instrument ist einfach, als wäre es ein geschriebenes Gesetz. Ja, wie zurechnungsfähig ist man mit 4? Charmant, er spielt das Spiel mit. Da habt ihr das so gemacht. Aber meistens wechselt man dann ja, wenn man so ein bisschen, wenn das Gehirn größer geworden ist. Boah, ist das fies. Wenn man sich jetzt dieses Adrenalin da auf der Bühne vorstellt, dann muss man ja echt einiges an Beherrschung haben, um so charmant zu reagieren und dann auch arrogante Konter rauszuhauen. Ich meine, ja, man fängt als Kind irgendwann an und Kinder lieben Akkordeon übrigens meistens. Dann habe ich mich trotzdem erst mit 18 fürs Akkordeon und Studium entschieden und die Alternative wäre Medizin gewesen. Jetzt könnte man auch fragen, welche Alternativen Dieter Bohlen denn hat zu dem, was er da tut. Weißt du, der Sound ist ja so ein bisschen Dudelsackmäßig, ne? Schon wieder, der ist so. Also er tut so, als wäre das für jeden Mensch so. Normalerweise die Leute, die mit dem Akkordeon kommen, boah, das klingt manchmal wirklich, also, naja. Wenn wir uns jetzt aber an dieses Thumbnail erinnern, dann öffnet er gerade schon so ein Türchen. Normalerweise, also brechen wir dieses Klischee, kommt jetzt eine Überraschung, da haben die beiden eine Chance. Das ist auch unser Ziel, dass wir das ein bisschen aus diesem verstaubten Image hervor... Super, die sind mit mir auf gemeinsamer Mission. Macht Popmusik auf den Dingern, ja? Werden Daniel und Marius die Jury mit ihren Quetschkommoden überzeugen können? Wunderschöner, vielversprechender Start mit diesem Vibrato. Also die fahren hier gleich Sounds auf, die unkonventionell sind. Ich habe gerade schon mal so ein erstes catchy Motiv gehört. Und jetzt der fährt direkt in die Beine, schürt weitere Erwartungen und macht jetzt Stimmung. Das Motiv wieder. Weiter gesponnen. Klingt für mich so ein bisschen nach Motion Trio und Kimo Poyonen. Also diese Minimal Music klingt am Akkordeon, finde ich, super gut. Auch so flirrende Effekte, schnelle Tonwiederholungen. Da machen die hier einen Stil, den ich selber auch total liebe. Mich macht es alles noch neugierig, aber ich habe noch nichts so Eindeutiges, wo ich mich dran festhalten kann. Ja, so eine Ohrwurm-Melodie oder sowas. Aber dieses Dom, 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 Dom erinnert mich ein bisschen an Jingo La Bach von Carlos Santana. Animiert die Leute, die klatschen jetzt schon mal mit. Cool. Die sind auch dabei. Wow. Die können wirklich. Ah, schön, jetzt geht's nach Dur und wir haben hier so einen heldenhaften Aufgang. Passt perfekt zu diesem Kommentar an der Stelle. Ist wie einstudiert. Schöner Bruch und schön, dass sie mit Schüttelbalg arbeiten. Auch das ist sowas Unerwartetes für viele Zuhörer. Brillante Tonleiter.
Ah, und jetzt deutet es sich an, dass wir hier was bekommen, wo wir uns dran festhalten können. Ed Sheeran. Und wundervoll wird es immer noch so mit so seiner improvisatorischen Melodie umspielt und sich das erst so allmählich zeigt. Vibrato auch in der linken Hand, toll gestaltet. Percussion steigen auch gleich wieder alle drauf mit ein, sehr catchy. Und jetzt eben auch der Vers-Part von Shape of You. Ist nicht so einfach, finde ich, solche Stücke, die mehr gerappt sind, am Akkordeon überhaupt zu spielen. Also gerade das zum Grooven zu bringen, da muss man sich ordentlich was einfallen lassen, machen die meisterhaft. Ja, auch wie es arrangiert ist, dass die Bässe so gezielt als Kommentar eingesetzt sind, dass wir vorher sowas Wuchtiges, Volles hatten, jetzt sowas ausgedünnt, Grooviges. Hey, innerhalb von kurzer Zeit fahren die hier echt viele Facetten auf. Da sind die Leute an Bord, jetzt haben sie den Chorus erkannt, auch er. Finde ich einen wichtigen Moment, wie er sich freut, dass er das Stück erkannt hat. Also gerade so im Mainstream braucht das Publikum solche Wiedererkennungsmerkmale, um aber das Gefühl zu haben, ja, ich verstehe die Musik. Das Publikum, muss ich sagen, reagiert ein bisschen unnatürlich. Also auf einer normalen Bühne wäre es nicht so einfach, die alle zum Mitklatschen zu kriegen oder auch zum Jubeln, sobald eine bekannte Melodie kommt. Immer noch mit vielen Umspielungen. Ja, die machen hier voll ihr eigenes Ding. Nice. So, meine Damen und Herren, an dieser Stelle stellen Sie sich bitte einen ganz spannenden Trommelwirbel vor. Was passiert jetzt? Das ist leider nicht auf YouTube. Es wird heiß diskutiert, was für ein Potenzial das hat. Bruce fand die Vorstellung langweilig. Dieter hat natürlich nochmal so ein bisschen auf dem Klischee rumgetreten und auch spannende Dinge gesagt, wie zum Beispiel, dass sie was Eigenes machen sollten. Das wundert mich total, weil sie haben diesen Popsong hier eigentlich benutzt, um ganz kreativ was Eigenes draus zu machen. Da waren so viele Umspielungen, das war für mich eine Neuschöpfung. Ja, wir haben diese paar catchy Elemente einfach gehabt, damit man Wiedererkennungsmerkmale hat, aber die haben schon was ganz Eigenes draus geschaffen in diesem Motion-Trio-Stil. Und auch da bin ich so der Meinung, er gibt den beiden so ein Fenster, wohin sie sich weiterentwickeln können, um ein Format zu schaffen. Ja, und abschließend haben sie ihr Ja bekommen, so mit der Tendenz, da muss sich noch was entwickeln. Meine Prognose, die wären nicht auf dieser Bühne, wenn RTL nicht schon gewisse Pläne mit denen hätte. Und ich hoffe, dass sich ihr Format so mit diesem Minimal Music noch mehr rauskristallisiert und die so richtig ein Podium finden, wünsche ich mir fürs Akkordeon, wünsche ich mir für die beiden. Und es war einfach schon so ein vielversprechender Start. War es das Supertalent? Ich muss sagen, ich kann Bruce ein bisschen verstehen. Es hätte wesentlich spektakulärer sein können. Und ich finde es toll, dass die auch dieses Klischee vom Akkordeon, dass man einfach unglaublich schnell spielt und so, ja, die Virtuosität rauskehrt, dass sie auch das nicht bedient haben, dass sie da bei sich geblieben sind und einfach schön musiziert haben. Dafür fand ich es aber eben auch nicht so super spektakulär. Ich fand es wunderschön, ich würde mir eine CD kaufen, ich würde sofort ins Konzert gehen. Wie anspruchsvoll die Musik jetzt war, möchte ich selber ausprobieren. Also sei gespannt, ich schnappe mir mal mein Instrument. We'll be right back.
Daniel, Marius und ich, die jetzt Lust auf mehr am Akkordeon machen konnten, schau gerne mal in die Videobeschreibung. Mit Akkordeo habe ich den Wunsch, dich dabei zu unterstützen, moderne Lösungen für deine Musik am Akkordeon zu finden, von Pop bis Klassik und deine Spieltechnik richtig gut im Griff zu haben. Ich freue mich auf deine Musik. Bis bald, dein Matthias.